Aus europäischer Sicht ist die Frage, was sind Mangas, einfach zu beantworten. Gewaltcomics, bei denen dem Betrachter die Augen übergehen. Ein Manga, das ist vor allem etwas für pubertierende junge Männer. Il y a des moments où il ancre beaucoup, il y a des moments où il ancre pas. En fait. C'est style de l'auteur quand il change d'ambiance. Ouais. Et les gamins, ils accrochent là-dessus au Japon. Aus japanischer Sicht wird die Sache schon komplizierter. Hier sind Mangas allgegenwärtig. Da gibt es Shoujo, die Mangas für junge Mädchen, Shonen, die für junge Männer, die Ladies Comics für die Hausfrauen und die Silver Mangas für die ältere Generation. Mangas behandeln alle Themen und es gibt sie in den unterschiedlichsten Stilen, aber fast immer sind sie schwarz-weiß. Weil Mangas so populär sind, sind die meisten Manga-Zeichner, die sogenannten Mangaka, zu Fließbandarbeitern geworden, so wie Usamaru Furuya, der Autor der Comicserie Pi. Allwöchentlich muss Furuya 18 Seiten zu Pi abliefern, einer komisch-erotischen Fortsetzungsgeschichte für Penela. Darin versucht der Superheld Spider-Man, junge Mädchen zu retten, die versucht sind, ihren Charme in bare Münze umzusetzen. そのペースに慣れてきたので、書くのが今は、楽しくなってます。スタッフにもすごく、恵まれてて、かなりの部分サポートしてくれるので、精神的にもかなり、楽に書けてます。ハンディカムがあって、ちょっと銃探して。銃。あとね、1、2ページ目、カメラもある。カメラも2ページ目。これ一眼レフのカメラ。はい。に、一眼レフのカメラと、あと、この辺から見たカメラ、車の中の様子、シートがあって、ハンドルがあってっていう。スタッフの役割としては、一人は、人物描くのがすごく得意で、一人は、背景を描くのが得意でとか、群衆を描いたりするのは一人に任せて、細かいなんかの背景とかそういうアシスタントの中でも役割分担があります。アシスタントを使うようになったのはこのパイからなので、それまでは全部一人で書いたんですね。で、マリーの奏でる音楽を使うときは自分の中に、衣装担当のアシスタントを自分で、だから衣装班と、あと、建物のデザイン班と、あとメカニックデザイン班っていうのを自分の中に作って、今から自分はメカニック担当になるからってひたすら歯車を書いたりとかいう、その歯車だけをずっとひたすら書くんですよ。でそれが終わったら次は衣装班担当の人が出てき、自分が出てきて衣装だけをずっと書き続けるんですね。で、次にキャラクター班の僕が出てきてキャラクターを全部入れていく、そういう流れ作業で、やっていたのが、今のパイにも生きてるんだと思います。Doch unter diesen Fließbandarbeitern gibt es auch echte Schriftsteller. Jiro Taniguchi, der Zeichner von Quartier Lointain, einer sensiblen, weder intimen noch fantastischen Erzählung, ist in Europa wohl der bekannteste unter ihnen.
Diese seltsame Geschichte hat am Bahnhof von Kyoto begonnen, wo ich den Zug nach Tokio nehmen wollte. Ich hatte einen Mordskater. Der Bahnhof war gerade renoviert worden und die Halle nicht mehr wiederzuerkennen. Riesig. Vielleicht zu riesig für mich. Wie auch immer. Hier geschah es. Ich verschwand. Ich sah sofort, dass ich im falschen Zug saß. Ich versuchte, die Landschaft zu erkennen, die draußen an mir vorbeizog. Aber sie sagte mir nichts. Ich erfuhr, dass dies der neue Express nach Kurayoshi war. Dieser Zug brachte mich also in meine Heimatstadt. Mama. Eine Sekunde lang glaubte ich, ihr Gesicht zu sehen. Heute bin ich so alt wie sie damals, als sie starb. Ich war seit Jahren nicht mehr in Kurayoshi gewesen. Die Stadt hatte sich verändert. Aber warum war ich hier? Warum war ich zurückgekehrt? Ich ließ mich durch die Straßen meiner Kindheit treiben, obwohl ich wusste, dass ich hier nichts mehr wiederfinden würde, was ich einst gekannt hatte. Nachdem Mama gestorben war, blieb das Haus verwaist. Dann verkauften wir es. Ohne recht zu wissen, wie, stand ich plötzlich vor dem Eingang des Tempels Gensen. Hier ruht Mama. Der Friedhof liegt ein wenig außerhalb der Stadt. Alles war ruhig, die Zeit schien stillzustehen. Mama, an was dachtest du bei deinem letzten Atemzug? Mama, bist du glücklich gewesen? Der Friedhof schien nicht mehr genau derselbe zu sein. Mein Körper, er war leichter. Ich verlor das Gleichgewicht und fand mich auf dem Boden wieder. Ich hatte das Gefühl, dünner geworden zu sein und auch kleiner. Das war absurd, unmöglich. Ich sah, ich hörte alles ganz deutlich. Es konnte sich nur um einen Traum handeln. Nicht nur ich hatte mich verändert, sondern auch diese Straßen, dieses Viertel. Meine ganze Heimatstadt war um mehrere Jahrzehnte in der Zeit zurückversetzt worden. In die Epoche meiner Kindheit. In einem anderen Land wäre Taniguchi vielleicht Romanschriftsteller oder Filmemacher geworden, aber im Land der Mangas gelang es ihm, die Produktion eines Fließbandarbeiters mit dem Schaffen des Schriftstellers in Einklang zu bringen. まず私が映画とか小説とかいろんなこういうストーリーになるんだけどということを編集部 出だしと真ん中と大体最後ぐらいを話し合うんですけれども、1話ごと作りながら考えるという方が、最後まで物語を全部構築したものを型通りに作るよりは、最後は考えたって、その方向に向けて物語が進行していく。その間にいろんなものが考えも変わってきたり、いろんなことが含まれて、物語自体が 膨らんでいくんじゃないかと、そういうふうに思って、全部考えないで作りながらやるという作業をやってます。 おぼろげながら見えるんですけれども、全体の正確な絵はその時はまだ見えてないですね。その人物の配置とか、こう、 構図とかそういうものははっきりとはまだ見えてないです。それは原稿に写す時に、原稿に写してデッサンをする時に、こう出てくるという、正確なものが出てくるという感じです。だからネームの時にはまだ正確な絵は全然できてないです。
Obwohl Jiro Taniguchi in Europa vor allem für diese Art intimer Erzählung bekannt ist, hat er sich auch mit allen anderen Spielarten des Genres Manga beschäftigt. Western, Krimi, Science Fiction, Bergabenteuer. なんでも書いてみたい、漫画化してみたいというのが私の本当の気持ちなんですけどね。できるならば、不可能かもしれないんですけど、その哲学書みたいなものでも漫画で描ければ、漫画で表現したいというふうなことも考えたこともあります。 正直私は漫画家ではないというふうに言われたこともあるんですけど、15年ぐらい前の漫画家のこう忙しい漫画家のペースは100枚以上ですね。多い人で200枚とかね、そういうのを書いてました。で、私はその当時でも50枚とか60枚はやってましたけど、 若い時で一番多いペースが120ページやったことがあります。1年ぐらいしかできなかったんですけど、それで今は何ページですかね、40ページぐらいのペースでやってます。それはやっぱり日本の漫画家としては少ない方じゃないかと思いますけどね。 日本の漫画の場合、多いのはどうしても過剰な表現というのですかね、そのオーバーな表現を漫画の中で、して読者にすごくすぐ伝わるような表現法で漫画は出来上がってきたんですが、私の場合はその反対をやってみてもいいんじゃないかと思って、演出をちょっと変えてみたんですけど、普通あの変えてみて、その要するに悲しい 時に悲しそうな、悲しいそのストレートな悲しみの顔を描かないで、それをもっと悲しさをもっと深くするため。